hat noch einmal aufgestockt. 2700 Männer und Frauen stellen sich auf 5 Kundgebungen ein. Erdogan-Kritiker, Kurden, Rechtsextremisten von Pro-NRW treffen auf Anhänger des türkischen Staatspräsidenten. Auch Politiker aus der Türkei sollen dabei sein, darunter der Sportminister. Den Besuch des Außenministers konnte der Kölner Polizeichef verhindern. Auch die Übertragung einer Erdogan-Rede via Leinwand untersagte das Bundesverfassungsgericht. Wer hier kommt, um friedlich zu demonstrieren, da gibt es natürlich volle Unterstützung auch der Polizei. Wer allerdings kommt, um Straftaten zu begehen, Gewalttaten und zu solchen aufzurufen, der wird auch sehr schnell erkennen, dass die Polizei heute früh und entschlossen eingreift. Wie groß die Begeisterung für, aber auch der Unmut über die Politik des türkischen Präsidenten ist, zeigte sich bereits bei dessen Auftritt in Deutschland für seinen Präsidentschaftswahlkampf. Damals im Jahr 2014 war er drinnen umjubelt, draußen klagten die Menschen über einen Wolf im Schafspelz. In Köln ist die Meinung ebenso gespalten. Viele begrüßen das Versammlungsrecht, haben aber auch Zweifel. Meine Meinung ist, dass Erdogan nicht alle Tassen im Schrank hat. Und ich weiß nicht, ob die Leute aufgeklärt genug sind. Aber ja gut, wenn es ihre Meinung ist, dann sollen sie es gerne machen, weil Demonstrationen sind natürlich auch öffentlich erlaubt. Wichtig ist, dass das Ganze friedlich bleibt und nicht ausufert in Gewalt. Die Order des Kölner Polizeichefs dazu ist klar. Sofort einschreiten, wenn so wörtlich auch nur der Hauch von Gewalt zu erkennen ist.